Lehrerin, die, Monsieur Dame, il faut cuisiner. Ich lese das Schulbuch. Der junge Koch. Die junge Köchin. Und ich bin angekommen im Teil Einführung im Kapitel Hygiene bei Reinigung und Desinfektion. Cleaning and Disinfection, le nettoyage et la Desinfektion, le nettoyage, Reinigung et la Desinfektion, Desinfektion et la Desinfektion, le nettoyage et la Desinfektion, ist nicht so einfach. Reinigung und Desinfektion. Das Buch ist ohne Serifenschrift, ich weiß nicht, was der Scheiß soll. Ich tue mich schwer dabei beim Lesen, es gibt Chemies, die können das besser. Reinigen ist das Entfernen von Schmutz oder Verunreinigungen. Als Schmutz bezeichnet man in Lebensmittelbetrieben alle Stoffe, die auf einer Oberfläche unerwünscht sind, also nicht nur die Erde, die Kartoffeln anhaftet, sondern auch Reste einwandfreier Speisen auf Tellern und Geschirren. Diese Verunreinigungen können gefährliche Brutstätten für Mikroben und Ungeziefer sein. Darum sind Reinigen eventuell mit anschließender Desinfektion wichtige Schritte, um die Hygieneanforderungen zu erfüllen. Und dann, das war es auch schon. Und dann geht es hier mit rein und sauber weiter. Das ist hier auf der Seite von dem Buch, kann ich gleich noch. Rein sind Gegenstände, von denen Schmutzverunreinigungen und Mikroben weitgehend entfernt sind. Als sauber bezeichnet man Gegenstände dann, wenn das Auge keinen Schmutz mehr erkennen kann. Steht hier. So ein Scheiß braucht eigentlich kein Mensch. Können Sie sich lieber hier nochmal hier den. Ich sag mal nichts. Das Buch ist so genehmigt worden, auch mit der serifenlosen Schrift. Ich halte es nochmal in die Kamera. Man kann ja mal der junge Koch, die junge Köchin versuchen zu lesen. Dann weiß man, was für Genies da am Werke sind. So. Tschüss für heute. Ich habe heute schlecht.